Bilder der Verwüstung am Comer See in Norditalien. Nach starken Regenfällen ist es dort am Dienstag zu schweren Erdrutschen und heftigen Schlammlawinen gekommen. Betroffen waren unter anderem die Orte Brienno und Laglio, die auf der Westseite des Sees liegen. Mehrere Bewohner durften für einige Zeit ihre Wohnungen nicht verlassen, weil durch die Abgänge ein Gasleck verursacht worden war. Die Extremwettersituationen häufen sich und der Verband der Landwirte, Coldiretti, sagte, dass man in Italien immer deutlicher die Konsequenzen des Klimawandels spüren würde. Das bedeutet höhere Temperaturen und vermehrte Extremwetterereignisse.